Wir sind dabei, uns klarzumachen, auf welche Weise in einem Gemeinwesen, das sich neu eine Demokratie als eine ziemlich anspruchsvolle Staatsordnung zulegt, dass sich neu eine solche Staatsordnung zugelegt hat, wie man das Ganze stabilisieren kann. Wir endeten das letzte Mal damit, dass wir vier Ebenen von demokratischer Stabilisierung, von Stabilisierung einer neu gegründeten Demokratie unterschieden haben. Im Zeitverlauf fängt es damit an, dass man eben neue Institutionen aufbaut und diese dann auch stabil hinbekommt, dass die Eliten, die diese Institutionen betreiben, sich wirklich daran machen, die Breite der Bevölkerungsinteressen zu vertreten und nicht nur eigensüchtige Spielchen zu spielen. Das Ganze muss sich in Verhalten, das verlässlich immer wieder in der gleichen demokratieförderlichen Weise an den Tag gelegt wird, verfestigen und auf diese Weise natürlich zur Verfestigung der Institutionen beitragen, indem sie Eliten mit ihren Institutionen so verhalten und auch gute Vorbilder geben und den demokratischen Repräsentationsprozess ordnungsgemäß vollziehen, kann sich partizipatorische bürgergesellschaftliche Kultur verfestigen und dann entsteht das, was wir Legitimität nennen, nämlich die Geltung von bestehender Herrschaft als zu Recht bestehend. Welche Faktoren wirken nach dem, was man weiß, darauf ein, dass sich Demokratie so konsolidiert? Auf welche Vorkommnisse, auf welche gesellschaftlichen Bereiche wird man zu achten haben, wenn man erklären will, warum Demokratie sich stabilisiert hat? Man wird auf Institutionen achten müssen, wie immer, Wahlsystem, Parteiensystem, Parlamente, Regierungen. Wenn die ungeschickt gebaut sind, sodass sie sich stets blockieren, dann wird natürlich auch die neue Demokratie kriseln und bei der Bevölkerung keine Akzeptanz finden. Es spricht vieles dafür, dass auch die Art des Übergangs von der Diktatur hin zur Demokratie folgenreich ist, wie ja sämtliche historischen Prozesse so sind, dass das, was gestern entschieden worden ist, dasjenige prägt, was heute möglich wird und morgen möglich sein kann. Dazu gleich noch mehr. Es hängt natürlich vieles von sozioökonomischen Faktoren ab. Wir haben ausführlich davon gehandelt, wie viel von alledem überhaupt für Demokratie Voraussetzung ist. Und es liegt auf der Hand, dass eine Gesellschaft umso schwieriger neu demokratisch zu leiten ist, wenn sie in sich sehr zerstritten ist, wenn sie auseinanderfällt in unterschiedliche gesellschaftliche Segmente. Die Dinge können wir uns nun näher anschauen. Bei den institutionellen Faktoren kommt alles darauf an, dass man sich ein für fair gehaltenes, aber zugleich auch zur Stabilität führendes Wahlsystem zulegt, das seinerseits für das Parteiensystem ein Prägefaktor ist. Man muss das Regierungssystem so ausgestalten, dass nicht Krisen des Systems das System am Funktionieren im Dienst der Bevölkerung hindern. Und man muss je nach den Umständen sich die Arenen und Instrumente einer Verhandlungsdemokratie zulegen oder kann eben auf Mehrheitsdemokratie britischer Art setzen. Was den Transitionsmodus von der Diktatur hin zur Demokratie betrifft, zeigt eine Reihe von einschlägigen Kollegen, Schmitter und Linz insbesondere, dass die Art des Übergangs tatsächlich folgenreich dafür ist, wie es mit der neu gegründeten Demokratie weitergeht. Als optimal gilt das, was wir auch bei den nachsozialistischen Revolutionen im Osten Europas immer wieder gesehen haben. Als optimal gilt ein von den Eliten ausgehandelter Übergang. Dass nämlich nicht erst die Wirren einer Revolution mit ihren Kollateralschäden vom neuen System wieder in Ordnung zu bringen oder zum Ausgleich zu bringen sind, sondern dass man gleich die Weichen zwischen den Trägern des alten und den Trägern des neuen Systems einvernehmlich richtig stellt. Was die sozioökonomischen Faktoren betrifft, ist im Rahmen der Modernisierungstheorie, wie sie etwa Lipset vertritt, völlig dasjenige klar, was auch unser Alltagsdenken inzwischen prägt, nämlich, dass sich Demokratie viel leichter konsolidiert, wenn die wirtschaftliche Entwicklung fortgeschritten ist, also das notwendige Mehrprodukt produziert wird, das man im Dienst sozialen Ausgleiches verteilen kann. Es ist ferner allem Anschein nach so, dass man Demokratie umso leichter einführen kann, je höher der Bildungsstand der Bevölkerung ist, weil einesteils Demokratie selbst ein sehr anspruchsvolles politisches System ist, mit manchen Paradoxien, etwa der Paradoxie, dass man sich politisch beteiligen soll, aber dennoch akzeptieren soll, dass man auch verlieren kann, trotz aller Anstrengung, dass man dem bekämpften Gegner, wenn er die Mehrheit hat, parieren muss. Ja, wem leuchtet denn das ein? Wofür setze ich mich ein, wenn ich am Schluss doch nichts von dem erreiche, was ich erreichen will? Da kann ich mein ganzes Engagement sein lassen. Das ist eine typische Reaktion, die aber von einigen fehlenden Gedankenwindungen zeugt.
Denn eben weil es Engagement gibt, müssen sich die anderen auch anstrengen, um eine Mehrheit zu bekommen. Also je größer der Bildungsstand ist, umso leichter lässt sich allem Anschein nach Demokratie aufbauen. Und insbesondere braucht man eine Bürgerschaft, die tolerantere und rationalere Einstellungen hat. Das scheint durchaus mit dem Bildungssystem und damit zusammenzuhängen, wie weit es jemand im Bildungssystem bringt, ob er lediglich eine technische Ausbildung hat, die auch eine hochsophistizierte sein kann, wie eine Ausbildung als Physiker oder Prozesschemiker oder sonst was, oder ob jemand eine sozial- und geisteswissenschaftliche Ausbildung bekommt, die eben auch die Dilemmata menschlichen Handelns von der Ausbildung her vor Augen führt. Und die These, die innerhalb der Modernisierungstheorie wohl zu Recht vertreten wird, lautet, dass eine ökonomische und gesellschaftliche Modernisierung die Vorbedingung dafür ist, dass sich im Gehäuse gleich welcher guten Willens aufgerichteter Institutionen tatsächlich jene politische Kultur verbreiten und stabilisieren kann, welcher eine so komplexe Staatsform wie die Demokratie nun einmal bedarf. Und was die gesellschaftliche Fragmentierung betrifft, zeigen etliche vergleichende Studien, dass es umso schwieriger ist, einen für alle befriedigenden gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, je stärker eine Gesellschaft ethnisch und religiös zersplittert ist. Und weil der Satz wohl stimmt, wenn es dem Esel zu gut geht, begibt er sich aufs Eis und sei es auch ein dünnes, scheinen wir derzeit genau das ausprobieren zu wollen. Wir haben in Europa stabilisierte Demokratien, die auch im Lauf der Säkularisierung, der Liberalisierung einen bestimmten Grad an Integration erreicht hatten. Und weil wir das für so selbstverständlich nehmen, haben wir uns darauf eingelassen, jetzt auch noch in ganz Europa oder fast in ganz Europa eine multikulturelle Gesellschaft zu errichten, neue Minderheiten ethnischer und religiöser Art aufzunehmen, neuen Religionen Sonderstatus einzuräumen, die wir vom Christentum überhaupt nicht länger akzeptieren würden. Und folglich erleben wir in allen europäischen Gesellschaften eine Zunahme interner Spannungen an ethnischen und ethnokulturellen Grenzen, zu denen sich wahrscheinlich auch noch soziokulturelle Konflikte gesellen werden, weil Einwanderer in der Regel nicht die gleichen Aufstiegschancen haben wie länger schon im Land Lebende, insbesondere dann, wenn sie ohne ausreichende Alphabetisierung, ohne ausreichende Kenntnis der Landessprache, ohne ausreichende Bildungsanschlüsse ins Land kommen. Und folglich läuft zurzeit in Europa ein sehr starkes Gesellschaftsexperiment, wie viel an nicht integrierter Heterogenität eine komplexe Demokratie ertragen kann. Populismen derzeit von rechts sind die ersten Zeichen dafür, dass dieses sich Wandeln der Gesellschaft zu einer Einwanderungsgesellschaft nicht störungsfrei und nicht ohne Liberalitätseinbußen verlaufen wird. Bitte. Es kann auch gut gehen. In den USA trägt dazu insbesondere bei, dass von den Einwanderern eine Anpassung an die im Lande vorherrschende Kultur verlangt wird und dass man den Einwanderern mit der Forderung kommt, sie müssten sich selbst um ihr Leben und um ihr Lebensglück kümmern, denen dafür aber auch die Voraussetzungen schafft, sodass Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben sich in den USA nicht umstandslos in Unzufriedenheit mit dem dort bestehenden politischen System ergehen kann. Außerdem wird in den USA seit je ein gewaltiges Ausmaß an Zivilreligion und an Patriotismus gepflogen, während in Europa man eher stolz darauf ist, die Integrationsansprüche an Einwanderer gering zu halten und die Vorstellung scheut wie der Teufel das Weihwasser, Einwanderer sollten zu Patrioten in der neuen Gesellschaft werden. Und folglich stellen wir wesentliche Weichen anders, als sie die Amerikaner gestellt haben. Und was die indische Gesellschaft betrifft, ist ja die Einwanderung, die zu ihrer Heterogenität geführt hat, inzwischen schon 2000 Jahre alt, wenn man von der verwestlichen britischen Oberschicht absieht, sodass es einfach eine sehr heterogene Gesellschaft ist, die sich nicht zuletzt dank des Übergangsmodus von der britischen Kolonialverwaltung hin zur heutigen indischen Demokratie eben auch unter demokratischen Bedingungen, die Demokratie nicht sonderlich beschädigend, erhalten hat. Bitte.
Naja, die Kolonien selbst waren nicht sonderlich ethnisch fragmentierend, sie waren im Wesentlichen angelsächsisch geprägt. Ansonsten hatte man ja die Unterschicht in Gestalt der Schwarzen, die ja versklavt waren, mit Rassismus bis heute spürbar, wo die weiße Schicht immer wieder sich gut durch Ausbeutung der schwarzen Sklaven reproduzieren konnte. Obendrein konnte die weiße Oberschicht mit ihren liberalen, auch wirtschaftsliberalen Vorstellungen sehr lange Zeit durch die Westexpansion immer wieder neue Räume sich erschließen, immer wieder neue Gewinne machen, sodass eben die Ausbeutungsmöglichkeiten in einer rassistischen Gesellschaft in Verbund mit den kapitalistischen Bereicherungsmöglichkeiten einer nach Westen sich ausdehnenden Nation immer so viel an Überschuss, an Schmierstoff für die Gesellschaft bereitgestellt hat, dass die Demokratie, was immer das im 19. Jahrhundert heißen will, nicht an ihre Grenzen gelangte. Im Übrigen lohnt es schon, sich klarzumachen, dass die amerikanische Demokratie sehr stark eine plutokratische Oberschichtendemokratie ist, gemildert durch Home Rule. Und dann lässt sich natürlich insbesondere mit einer Pflege patriotischer Zivilreligion viel an gesellschaftlichem Zusammenhalt aufrechterhalten. Und wenn Sie außerdem keine traumatisierende Geschichte wie etwa die Japaner oder die Deutschen zu verarbeiten haben, sondern sagen, eigentlich war unser Land immer schon das Tollste auf der ganzen Welt, Gottes eigenes Land, ja, dann integriert sich auch ein Teil der Einwanderer wesentlich leichter, als wir etwa arabische Einwanderer in unsere Gesellschaft integrieren, die, wenn sie gute Deutsche sein wollen, natürlich Verantwortung für den Holocaust und seine Folgen zu übernehmen haben. Und damit wären wir beim Problem des sekundären Antisemitismus, der in einer Einwanderungsgesellschaft entsteht, angelangt und folglich mit den schwierigsten aktuellen Herausforderungen, mit denen unser Land und seine Gesellschaft zurechtzukommen hat. Wann, so geht die Frage weiter, wann ist denn Demokratie konsolidiert? Wann können wir davon ausgehen, dass das der Fall ist? Die Antwort, die bestmögliche, lautet, Demokratie kann als konsolidiert gelten, wenn nicht nur die Institutionen verlässlich funktionieren, was selbst schon sehr anspruchsvoll ist, sondern wenn auch alle wichtigen politischen Elitegruppen und die allermeisten Parteien und Organisationen und die überwältigende Mehrheit in der Bevölkerung, wenn die sich fest und fraglos mit einer demokratischen Verfassungsordnung identifizieren. Wenn Demokratie nicht nur da ist, sondern auch gewünscht wird, wenn man sich genau in der Unübersichtlichkeit und in der Konfliktartigkeit einer pluralistischen Demokratie gut fühlt. Wenn das der Fall ist und wenn auf der Grundlage einer solchen Identifikation mit Demokratie routinemäßig im Einklang mit den Regeln und den Verhaltensauflagen pluralistischer Demokratie agiert wird, wenn man also Andersdenkende nicht als Feinde behandelt, sondern einfach als Andersdenkende, mit denen man sich auseinanderzusetzen hat, und wenn man nicht das Streben nach Mehrheit durch Kommunikation und Überzeugung ersetzen will, durch das Errichten von Geboten und Verboten politischer Korrektheit und Abgrenzungsimperative, wenn also nicht die Mehrheit sich gleichsam in der Filterblase, in der Echokammer der politisch Korrekten verschanzen will, sondern man um Lufthoheit über den Stammtischen ringt, gerade mit denen, die man für gefährliche Gegner hält. Und wenn man für die Demokratie, für streitige Demokratie auch die Skeptiker immer wieder begeistern kann, wenn also das routinemäßig sich vollzieht und wenn man in aller Selbstverständlichkeit darauf vertrauen kann, dass auch der politische Gegner sich gemäß diesen Regeln verhalten wird, man also keine Angst vor einem Regierungswechsel haben muss, es im Grunde egal ist, ob in einem deutschen Land die CDU, die SPD, die FDP, die Grünen oder die PDS oder Linkspartei heute genannt regiert, dann ist Demokratie konsolidiert. Und so ist es, Gottlob, in Deutschland. Keiner kommt auf die Idee, aus Baden-Württemberg auszuwandern, bloß weil dort ein grüner Ministerpräsident ist. Keiner kam auf die Idee, aus Thüringen auszuwandern, bloß weil Thüringen von der Linkspartei regiert wird. Man vertraut darauf, dass der politische Gegner das System genauso nach bestem Wissen und Gewissen und gemäß den demokratischen Spielregeln betreibt, wie man selbst es betreibt. Wenn man sich darauf verlassen kann, keine Angst vor Machtwechseln haben muss und folglich demokratische Machtwechsel auch nicht mehr zu unterbinden versucht, sondern am Wahlabend sagt, naja gut, eigentlich hätten wir gewinnen sollen, weil wir sind einfach besser. Leider sind wir abgewählt. Mein Gott, die Leute haben es halt nicht besser gewusst, aber in 4 Jahren kommen wir zurück. Wenn man so mit Niederlagen umgeht,
dann ist Demokratie konsolidiert. Und Sie merken aus meiner Beschreibung, dass es Gottlob viele Staaten gibt, wo es genauso ist, wo sich politische Parteien abwählen lassen und dann nicht behaupten, das System der Demokratie sei nun gefährdet. Wir erleben, Gottlob, auch immer wieder, dass neue Regierungen nicht behaupten, mit ihnen fange Demokratie erst so richtig an. Die Vorgängerregierung sei sozusagen noch autoritär gewesen. Wir erleben einfach die Normalität von Machtwechsel. Weil die Leute sich zwar nicht mit jeder Regierung identifizieren, aber mit jenem politischen System identifizieren, das eben wechselnde Regierungsmehrheiten hervorbringt. Wenn das der Fall ist, dann kann man eine Demokratie konsolidiert nennen. Was heißt, sich mit Demokratie zu identifizieren? Wie misst man das? Wie kommt man hier von subjektiven Eindrücken zu Dingen, die man überprüfen kann, ob sie gegeben sind? Das ist eine der Kernfragen von demoskopischer Demokratieforschung. Natürlich misst man die Identifikation von Demokratie unter anderem und sehr wesentlich mit Bevölkerungsumfragen. Und in der Regel werden in der empirischen demoskopischen Demokratieforschung die Einstellung der Leute zu 5 Bezugspunkten möglicher politischer Unterstützung erhoben. Man fragt danach, wie stark man sich mit seiner politischen Gemeinschaft, dem eigenen Gemeinwesen, identifiziert. Man fragt danach, wie stark die Leute sich mit den Prinzipien eines demokratischen Gemeinwesens identifizieren. Eine typische Indikatorfrage ist die, dass man die Leute fragt, ob sie die Demokratie für die beste Staatsform hielten oder ob es auch noch andere Staatsformen gäbe, die mindestens genauso gut wären. Dann hat man eine dichotome Antwortverteilung, Demokratie beste Staatsform, ja oder nein. Man kann es auch in Rangskalen abfragen, wie stark stimmst du der These zu, die Demokratie ist die bestmögliche Staatsform, wie stark stimmst du der These zu, es gibt auch noch andere Staatsformen, die genauso gut sind wie eine Demokratie. Und indem man das Ganze im Zeitverlauf tut, also Zeitreihendaten über Jahrzehnte sammelt, indem man das Ganze aufbrechbar macht nach unterschiedlichen Altersschichten, sozialen Schichten und so weiter, bekommt man sehr tiefgreifenden Aufschluss darüber, wie stark demokratische Prinzipien in einer Bevölkerung verankert sind. Die dritte Gruppe von Fragen bezieht sich immer auf die Systemperformance. Wie zufrieden sind die Leute mit den konkreten Leistungen des Systems? Das typische Antwortmuster ist, dass in etablierten Demokratien die Bevölkerung mit den Prinzipien von Demokratie sehr stark einverstanden sind, dass sie aber danach gefragt, wie gut denn die real bestehende Demokratie funktioniert, sehr viel Negatives über das konkrete Funktionieren von Demokratie sagen. Ja, und weil nun einmal Demokratie so komplex ist, dass es ohnehin ein Wunder ist, wenn sie überhaupt funktioniert und sie ohnehin folglich nur mit Macken und Fehlern funktionieren wird, und weil es obendrein so ist, dass manche Leute das gute Funktionieren von Demokratie innerlich gleichsetzen damit, dass in der Demokratie sich genau die Politik vollzieht, die man selbst für richtig hält, wundert es nicht, dass bei den Performanzfragen Demokratien immer schlechter eingeschätzt werden als bei den Prinzipienfragen. Musterbeispiel sind die Dresdner Pegida-Demonstranten gewesen und sind die AfDler. Bei der Frage, wie man zur Demokratie als Staatsform insgesamt stünde, sind die Pegidianer und die AfDler vom Durchschnitt der Bevölkerung kaum zu unterscheiden. Wenn man sie danach fragt, wie gut die bundesdeutsche Demokratie funktioniert, wie zufrieden man mit ihrem Funktionieren ist, ja, dann sind AfDler und insbesondere Pegida-Gänger absolut der Meinung, unsere Demokratie funktioniere hinten und vorne nicht, weil ja an der Spitze eine Kanzlerdiktatorin stünde, welche eine Horde von Volksverrätern unter tosendem Applaus einer Lügen- oder Lückenpresse in die Irre führe. Das vierte, wonach man fragt, ist das Vertrauen zu einzelnen Institutionen politischer Systeme. Wie stark wird in Gerichte, Staatsoberhäupter, Parteien, Parlamente und so weiter vertraut. Das beklagenswerte Muster eigentlich in sämtlichen westlichen Demokratien ist, genau jene Institutionen, in denen Demokratie lebendig wird, weil sie nämlich politische Konflikte austragen, genau jene Institutionen werden in der Regel mit geringem Vertrauen bedacht, insbesondere die politischen Parteien und die Parlamente, die ja von Parteiführern getragen werden, und die Regierungen, an deren Spitze in der Regel Parteiführer stehen.
Hingegen finden alle jene Institutionen hohes Vertrauen, mit denen man auch einen wohlmeinenden Obrigkeitsstaat betreiben könnte. Gerichte, überparteiliche Staatsoberhäupter und die Polizei. Denen vertraut man. Wenn man auf Ostdeutschland blickt, hat man dann gemischte Gefühle. Eigentlich ist es doch ein gigantischer Triumph, dass in einem Landesteil, in dem man früher der Willkür von Polizei und Gerichten ausgeliefert war, Polizei und Gerichte das meiste Vertrauen genießen. Und andernteils stimmt es durchaus nicht erfreut, wenn genau jene Parteien, deren Rivalität und Konkurrenz und Debatten ja überhaupt erst Demokratie verwirklichen, dass genau die, weil sie eben Streit austragen, auf so wenig Vertrauen stoßen, weil manche Leute aus welchen Gründen auch immer noch den Eindruck haben, bei der Politik ginge es um Sachfragen, aber doch nicht um Überzeugungen. Und gerade bei der Politik müssten doch alle Recht- und Billigdenkenden an einem Strang ziehen und dürften sich nicht in Streit einlassen. Und da merkt man, dass die Bürger ihrer ihnen zukommenden Rolle intellektuell und emotional sehr häufig nicht gewachsen sind. Ich habe das früher einmal auf die Formel gebracht: Der Schwachpunkt der Demokratie sind die Bürger. Und das ist nicht ganz verkehrt. Und dann misst man oder befragt man, erhebt man auch noch die Unterstützung für konkrete politische Akteure, etwa für Spitzenpolitiker. Wie viel Vertrauen haben die und die mit der Hintergrundannahme? Ein Gemeinwesen, wo die Bevölkerung allen Spitzenpolitikern misstraut, wird als Demokratie nicht so gut funktionieren wie ein Gemeinwesen, wo zumindest die meisten Spitzenpolitiker auf großes Vertrauen seitens der Bevölkerung stoßen. Diese Befunde sind freilich wenig aussagekräftig für die allgemeine Systemidentifikation. Dafür sind die ersten vier Indikatorblöcke am wichtigsten. Die Befunde, die Sie auf den Folien nachlesen können, sind ein bisschen angejahrt, aber im Internet lassen sich jederzeit neuere zur Lage von Demokratien in westlichen Staaten ausfindig machen. Es gibt immer die Barometer, Eurobarometer, Afrobarometer, Latino-Barometer, wo regelmäßig die Lage von Demokratie und demokratischem Denkern in eigentlich allen dafür in Frage kommenden Staaten der Welt erhoben werden und die dann immer bis zur Gegenwart fortgeschrieben werden. So viel also dazu, wann Demokratie konsolidiert ist. Daran schließt sich die Frage an, woran kann man denn erkennen, ob Staaten die Chance haben, aus dem Zustand einer Diktatur in den Zustand einer Demokratie überzuwechseln. Anders gewendet, was sind denn die Kennzeichen von Staaten, die erfolgreich sich von ihren diktatorischen Regimen befreit und anschließend ihre neu errichteten Demokratien konsolidiert haben? Und das, was die vergleichende Systemforschung dann ausfindig gemacht hat, ist das Folgende, und wir entdecken alte Bekannte neu, und somit rundet sich der Stoff dieser ganzen Vorlesung. Es braucht ein Regierungssystem, das die Regierenden verlässlich, und zwar gerade auch in den Augen ihrer Regierten, am Missbrauch von Macht hindert. Es braucht Regierungssysteme, wo die Regierenden nicht selbstsüchtig oder nicht ausschließlich selbstsüchtig zum eigenen Vorteil agieren können. Insbesondere muss das Regierungssystem so sein, dass Korruption weitestgehend ausgeschlossen ist. Und denken Sie wieder an die Folie vom Beginn des Semesters mit dem internationalen Korruptionsperzeptionsindex und wie gut sich die dortigen Problemzonen mit all dem deckern, was wir an anderen Folien über Entwicklungsstand, bürgerliche Freiheit, Ausbreitung von Demokratie, menschliches Wohlergehen und so weiter zur Kenntnis nehmen konnten. Zweitens, und das muss nicht allen willkommen sein, ist aber das, was die Forschung gezeigt hat. Zweitens braucht es Regierungssysteme, die Marktmechanismen wirken lassen. Der Grund ist der, dass Märkte nun einmal die effizienteste Methode sind, um knappe Mittel zu allokieren, um Signale dafür zu bekommen, wofür Ressourcen aufzuwenden sind, einerseits, weil eine echte Nachfrage besteht und andererseits, weil die Ressourcen auch halbwegs preisgünstig zu erhalten ist. Und obendrein leisten Marktsysteme ganz vorzüglich die Lösung des gesellschaftlichen Informationsproblems. Ein Zentralverwaltungsstaat leidet darunter, dass er ja nicht genau weiß,
was die Präferenzen der Bevölkerung sind, wie sich die Präferenzen der Bevölkerung entwickeln, wie sich tatsächlich die Preise für welche Güter und Dienstleistungen in Abhängigkeit von Rohstoffpreisen, Dienstleistungspreisen, Vergütungen, Steuersätzen gerade auch im Ausland entwickeln. Märkte sind ein sehr wirkungsvolles Informationssystem. Infolgedessen kann man dann näher an den Tatsachen regieren, wenn man sich der Informationsleistung von Märkten bedient. Und dieses alles, Allokationsvorteile und Lösung des Informationsproblems, macht Regierungssysteme, die Marktmechanismen wirken lassen, leistungsfähiger und damit auch demokratiefähiger als ihre Alternativen. Das dritte Merkmal ist, dass man politische und bürokratische Eliten hat, die stabil zu regieren vermögen, nicht eine Politik nach dem Motto machen, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, die nicht tagesaktuellen Opportunitäten nachgehen, sondern langfristige und auch vernünftig durchdachte Entwicklungsziele verfolgen. Das heißt nicht, dass man immer die Entscheidungen auf sein Entwicklungsziel hinein treffen kann. Es ist aber schon viel gewonnen, wenn man Unsinn oder in die Irre führendes oder auf Abwege treibendes überhaupt zu unterlassen oder abzuwehren versteht. Also es braucht Eliten, die einen bestimmten Kurs vor Augen haben und dann durchziehen. Obendrein und ganz wichtig, es sind jene Übergangsstaaten erfolgreich, in denen die Erträge aus dem Wirtschaftswachstum, das es zu stimulieren und aufrechtzuerhalten gilt, die dafür sorgen, dass die Erträge aus dem Wirtschaftswachstum fair verteilt werden. Politische Systeme, bei denen die Eliten reich werden, weil sie eine kapitalistische Marktwirtschaft aufbauen und es zu Phänomenen kommt, die man im 19. Jahrhundert Massenverelendung genannt hätte. Also Systeme, wo der durch die Freisetzung von Marktmechanismen generierte gesellschaftliche Reichtum bloß einer kleinen Oberschicht zugutekommt, den breiten Massen der Bevölkerung aber nicht, die leuchten den Regierten nicht ein. Wofür haben wir Demokratie, wenn für uns dabei nichts abfällt? Wenn also Demokratie zur Plutokratie führt, also jene, die reich sind, sich das staatliche Institutionensystem, die Wahlnominierungsprozesse, die Wahlprozesse durch entsprechende manipulative Werbung und Internetbenutzung unterwerfen, dann wird ein nennenswerter Teil der Bevölkerung innerlich kündigen. Und wenn ohnehin schon gesellschaftliche Spaltungen zwischen verschiedenen Klassen da sind, dann werden solche Klassenkonflikte gerade eine erst im Entstehen befindliche Demokratie nachhaltig gefährden. Es braucht also ein System, das auch ökonomisch fair wirkt. Wobei die Kriterien, was ist fair, wiederum diskutabel sind. Ist ein System dann fair, wenn jeder gleich viel abbekommt? Oder ist ein System dann fair, wenn jeder den Eindruck hat, er würde halbwegs gerecht behandelt, wobei Taxifahrer eben nicht die Vorstellung haben, sie würden genauso viel verdienen wie Bankchefs und das auch für fair halten, weil sie sagen, meine Verantwortung ist, den Meier von A nach B zu transportieren. Der Bankchef muss schauen, dass er auf internationalen Finanzmärkten für seine Bank keine Miesen macht. Das nächste Kennzeichen von erfolgreichen Übergangsstaaten, das die vergleichende Konsolidierungsforschung aufgetan hat, ist, es braucht eine wirkungsvolle Kooperation zwischen staatlichen Stellen und dem privaten Sektor. Staatshandeln, dass er die Rahmenbedingungen setzt, durch Infrastrukturentscheidungen, Gesetze und so weiter, und privates Handeln, dass er auf private Gewinne ausgeht. Diese beiden Akteure, die müssen eng miteinander zusammenwirken. Es braucht Planungsagenturen gleich welcher Art, wo privater Sektor und staatlicher Sektor aufeinander bezogen sind. Ob man das in Gestalt einer Planungsbürokratie macht oder ob man das in Gestalt von konkordanzdemokratischen Strukturen macht, mit runden Tischen, wo Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wo die Vertreter von Agrarinteressen, von Außenhandelsinteressen und so weiter beieinander sitzen, mit den zuständigen Fachpolitikern, das ist eine Frage der politischen Kultur und danach, was in einem Land eben sich aufgrund von dessen besonderen Umständen bewährt oder nicht.
Aber dass es Gremien braucht, in denen Privatinitiative und staatliches Planungs- und Leitungshandeln gut miteinander koordiniert werden, das ist aus der vergleichenden Forschung sehr klar. Das Nächste, was erfolgreiche Konsolidierungsgesellschaften von erfolglosen oder wenig erfolgreichen unterscheidet, sind die Investitionen in die Breitenerziehung. Demokratie funktioniert nicht ohne einen angemessenen Bildungsstand der Bevölkerung. Sie können ja schon ein halbwegs komplexes politisches Argument nur dann überbringen, wenn es Leute gibt, die eine Aufmerksamkeitsspanne haben, dass sie zumindest über eine Minute lang einem Argument zu folgen vermögen. Dass sie nicht gleich beim ersten Satz, der sie irritiert, das Denken einstellen, die Schotten runterlassen und den ganzen Rest gar nicht mehr anhören, weil sie sich an den ersten zwei Sätzen schon aufregen. Aber es ist eine Frage der Bildung, dass man auch mit Widerspruch, mit Neuem, mit zunächst Unverstandenem zurechtkommt. Und in einer Demokratie ist eben damit zu rechnen, dass das meiste an Politik und an politischen Positionen, die um die Durchsetzung ringen, auf den ersten Blick unbekannt, unvertraut oder zumindest nicht eingängig, nicht akzeptabel wirkt. Bildung und Ambiguitätstoleranz, Bildung und Frustrationstoleranz, das alles hängt eng miteinander zusammen. Man muss also in Bildung, insbesondere auch in politische Bildung, investieren. Das sind also die inzwischen bekannten Faktoren, die einen sich konsolidierenden, sich demokratisch konsolidierenden Übergangsstaat von anderen unterscheiden. Und wenn man das Ganze insgesamt betrachtet, erkennt man, dass die Struktur des Regierungssystems, was für ein Wahlrecht hat man, welche Parteientypen hat man, parlamentarisch oder präsidentiell, dass die Struktur des Regierungssystems weniger wichtig ist als dessen grundsätzliche Stabilität. Und eine halbwegs liberalisierte Diktatur, und denken Sie jetzt an die ganzen Übergangsformen von sozusagen unvollkommenen Demokratien, die wir behandelt haben, eine halbwegs vernünftig geleitete Diktatur, die große Stabilität verspricht und dann eben marktwirtschaftliche Prozesse zulässt, Kooperation mit Privaten zulässt, in Bildung investiert, fair im Interesse der Regierten agiert, kann mit ihrem Stabilitätsversprechen wesentlich Besseres und nachhaltig Fruchtbareres anbieten als eine schlecht funktionierende Demokratie, die auf dem Papier gut aussieht, sich für die Regierten aber schlecht und wackelig anfühlt. Das Nächste, was wesentlich ist, ist Freiheit von Korruption. Das ist immer wieder der Angelpunkt. Wo ein politisches System korrupt ist, kann kein Vertrauen entstehen. Und zu Recht entsteht da kein Vertrauen. Und dann arbeitet man immer sozusagen doppelbödig. Das eine ist das, was man formell tut, das andere ist das, was man informell erwartet und dann eben auch tut. Marktwirtschaftliche Orientierung und wohlgemerkt, diese kann auch in einer vernünftig geleiteten Diktatur stattfinden. Die Volksrepublik China ist ohne Zweifel eine Diktatur. Aber sie hat erhebliche marktwirtschaftliche Elemente. Ja, in manchen Bereichen ist sie ein von einer ziemlich korrupten Partei autoritär angeleiteter und gefesselter oder gebändigter, in Schranken gehaltener Manchester-Kapitalismus mit gigantischen ausbeuterischen Leistungen im Inland. Ausrichtung an sozialer Gerechtigkeit, auch das kann eine Diktatur leisten. Wie viele Leute trauern nicht der DDR deswegen nach, weil es in ihr angeblich sozial gerecht gewesen sei? Die Einkommensunterschiede waren nicht so groß, soziale Sicherung war von der Wiege bis zur Bahre gegeben und wer sich dem Staat gegenüber nett verhalten hat oder zumindest keine Schwierigkeiten machte, der musste auch nicht mit Schwierigkeiten rechnen. Sobald man geboren war, war das Leben gesichert. Ist das nicht besser als heute? Was habe ich von der Freiheit, wenn andere noch freier sind als ich? Was habe ich von einem höheren Einkommen, wenn andere noch mehr haben als ich? Und so weiter und so fort. Ja, und hinwirken auf ein hohes Bildungsniveau, das gehört auch dazu. Wenn wir das Ganze systematisch betrachten, merken wir nun aber schon, dass zwar Stabilität und Freiheit von Korruption auch innerhalb von Diktaturen leistbar sind. Dass aber marktwirtschaftliche Orientierung, Ausrichtung an sozialer Gerechtigkeit, Hinwirkung auf ein hohes Bildungsniveau sich nicht mit jedem Typ von Regierungssystem überhaupt oder leicht vereinbaren lässt. Und im Grunde werden Diktaturen ihre wichtigsten Zähne gezogen, sobald nicht mehr politische Macht über wirtschaftlichen Erfolg entscheidet,
sondern eben ökonomische Vernunft und gute Wirtschaftsführung. Wenn soziale Gerechtigkeit etablierten Machthierarchien als normatives Ziel in die Quere kommt und wenn die Leute so klug werden, dass sie die Nachteile von Diktaturen durchschauen. Infolgedessen kann man schon Hoffnungen daran knüpfen, dass wenn Diktaturen lang genug stabil sind und vernünftig geleitet werden, dass dann viele Kräfte auf den Übergang zu einer Demokratie hinwirken. Man freilich vorsichtig sein muss, denn Demokratie in all ihrer Kompliziertheit ist kein Selbstläufer. In was muss man nun politisch investieren, wenn man Demokratie errichten und konsolidieren will? Man muss unbedingt sicherstellen, dass alle staatlichen Akteure an Recht, Verfassung und das Ziel guten Regierens gebunden sind. Und dafür braucht man ein von der Politik unabhängiges Justizsystem, das auch ausreichend gut ausgestattet ist, dass Prozesse nicht ewig lang dauern, dass nicht durch Prozessverschleppung Rechtsverweigerung praktiziert werden kann. Das Personal muss gut ausgebildet und auch angemessen bezahlt sein, sodass im Justizsystem die Anfälligkeit für Korruption möglichst gering ist, idealerweise bei null ist. Und in so ein Justizsystem muss man dann eben auch investieren. Dann braucht es auch vernünftige Ausbildung von Juristen, in denen auch Rechtsethos vermittelt wird und nicht nur Winkeladvokatentum, das sich in den Dienst von gleich wem stellt. Man braucht effektive Institutionen zur Entdeckung und Verfolgung von Korruption auf Seiten öffentlicher Bediensteter. Und das heißt, es braucht neue Machtzentren. Es braucht Macht neben der Staatsmacht. Jene Macht, die Korruption entdecken und an die Öffentlichkeit bringen kann. Das heißt im Klartext, es braucht eine kritische Öffentlichkeit, welche Selbstbereicherung Korruption durch die politischen Eliten auch offenkundig macht, nachweist und von der Ebene bloßer Vorwürfe in den Bereich tatsächlicher Nachweise bringt. Man muss viertens die Bürgergesellschaft stärken. Es braucht Vereine, die die Bürger freiwillig und gerne für ihre ihnen am Herzen liegenden Zwecke bilden. Es braucht Interessengruppen, und zwar auch Interessengruppen, denen man nicht mit lauter Verdacht begegnet. Da engagieren sich manche Leute doch glatt, um eine Straße zu verhindern oder um einen Zoo zu errichten. Oder um eine Schule zu errichten oder um einen Schulbau zu verhindern. Das muss doch der Staat besser wissen, wo die Straße hin soll. Ja, das ist obrigkeitsstaatliches Denken. Man muss Interessen akzeptieren und akzeptieren, dass Menschen sich auch solche Interessen, Willen organisieren und engagieren, die man selbst für abwegig hält. Das ist der Leitgedanke von Pluralismus. Etwas ist nicht allein deswegen richtig, weil ich es will. Der andere kann auch recht. Sogar das Recht zur Durchsetzung haben. Es braucht Massenmedien, und zwar solche, die nicht nur regierungsfromm berichten, die nicht nur gemäß verabredeten Geboten und Verboten politischer Korrektheit funktionieren, sondern die die ganze Bandbreite dessen, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, thematisieren. Welche keine staatlichen und gesellschaftlichen Problembereiche aussparen, welche sich nicht darum scheren, dass man auch von der sozusagen falschen Seite Beifall bekommen könnte, sondern die einfach dem Reporter-Ethos verpflichtet sind, die Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie ist, sodass man sich auf dieser Grundlage ein eigenes Urteil bilden kann. Und natürlich braucht eine Gesellschaft Thinktanks, also Denkschmieden, Forschungsinstitute, gesellschaftliche Beobachtungsinstitute, die unabhängig von Regierungsweisungen sind, wo das, was eine Gesellschaft fallbezogen und interessenbezogen an Sachverstand mobilisieren kann, langfristig verfügbar, abrufbar, in den politischen Prozess einbringbar ist. Zivilgesellschaftliche Thinktanks sind keine Verirrung von Demokratie, sondern sie sind wesentlich. Das heißt ja nicht, dass man mit allen Ergebnissen und mit der politischen Grundrichtung der Leute aus verschiedenen Thinktanks einverstanden sein muss. Aber eben weil es sie gibt und andere Konkurrierende auch, kann man sich auf angemessen hohem Niveau auf den Streit über richtige Problemdiagnosen und richtige Problemtherapien einlassen. Und genau aus diesem Streit entsteht die Lernfähigkeit von Demokratie. Aufgabe von all dem ist es, gesellschaftliche Nachfrage nach Reformen zu erzeugen.
Nachdem sich die Wirklichkeit stets ändert, kann man auch etwas Gutes nur dann aufrechterhalten, wenn man das Gute reformiert. Das ist der Kern des Satzes, dass der wahre Konservative ein Reformer ist. Wer Bewährtes aufrechterhalten will, darf es nicht konservieren, er muss es weiterentwickeln, er muss nachjustieren. Nur das Reformierte besteht weiter. Aber man muss Reformen so machen, dass man Bewährtes nicht kaputt macht, dass man sie vorsichtig unternimmt. In der Regel ist aber die Beharrungskraft in der Gesellschaft ohnehin größer als die Neugier auf anderes. Infolgedessen ist es sehr vernünftig, gerade auch in die Nachfrage nach Reformen zu investieren. Diese bürgergesellschaftlichen Gruppierungen sind ein zusätzliches Forum der Regierungskontrolle. Wenn es Thinktanks verschiedener politischer Lager gibt, kann die Regierung nicht mehr mit der Behauptung auftreten, sie allein wisse Bescheid. Weil anderswo verfüge man gar nicht über das notwendige außen- oder militärpolitische Wissen. Wenn es machtvolle Massenmedien gibt, die gut bezahlte Journalisten haben, die auch so viel Zeit haben, dass sie ans Recherchieren kommen, dann kann man der Regierung in ihre Schranken weisen, dann kann man Regierungsmitglieder peinlich befragen. Dann kommen die mit Vertuschungen oder gar Lügen nicht durch. Und man braucht das alles, um politische Aufklärung und Bildung der Bürger zu betreiben. Man muss den Leuten klar machen, dass es Sinn macht, sich im Gemeinwesen zu beteiligen, dass es viele Anlaufpunkte gibt. Denken Sie an alles, was wir über starke Demokratie ausgeführt haben. Man muss die Bürger gewinnen an Demokratie als dem einzigen Spiel in der Stadt, wie es einer mal formuliert hat, teilzunehmen. Denn ein Spiel, an dem niemand teilnimmt, das bricht zusammen. Ohne 12 Fußballer können Sie nicht auf hohem Niveau Fußball spielen. Und wenn jede Mannschaft nur aus 2 Spielern besteht, wird es auch allmählich langweilig. Es braucht hinlänglich viele Leute, die sich am Spiel der Demokratie betätigen. Und man muss unbedingt verhindern, dass eine zynische Haltung zum demokratischen System aufkommt. Naja, jetzt haben wir Demokratie, so grundsätzlich geändert hat sich nichts. Ob wir Demokratie oder Diktatur haben, es kommt am Schluss auf das Gleiche raus. In der Demokratie wollen alle Parteien das Gleiche, ganz gleich wie man wählt. Da könnten wir genauso gut einen wohlmeinenden Diktator haben. Wenn der allzu übel ist, kann man den erstürzen. Eine Revolution macht ab und zu Spaß. Das ist eine Haltung, mit der sich Demokratie nicht auf Dauer stellen lässt. Und leider Gottes muss man feststellen, dass auch in etablierten Demokratien wie der unseren eine solche Haltung zumindest spielerisch immer wieder zum Ausdruck gebracht wird. Und man muss dafür sorgen, dass es Ansatzpunkte für eigene politische Beteiligung gibt, und zwar gerade von Leuten, die ansonsten leicht marginalisiert wären. Es ist das große Verdienst der Arbeiterbewegung und ihrer Parteien gewesen, ein Arbeiterbildungssystem aufzubauen, das den in der bürgerlichen Gesellschaft entrechteten und von der Bildung ferngehaltenen Arbeitern die Möglichkeit gegeben hat, überhaupt mit der Bourgeoisie und ihren Gelehrten und den Regierungsangestellten zu konkurrieren. Dass sich die SPD auf diese Weise gleichsam zu Tode gesiegt hat, also von einer Arbeiterpartei, wo man die Arbeiter weiterbildete, zu einer Akademikerpartei geworden ist, deren Diskussionen von den einfachen Leuten nicht mehr so richtig verstanden und nachvollzogen werden. Das ist etwas, was man im Laufe der Evolution immer wieder erlebt. Wen die Götter bestrafen wollen, dem geben sie Glück in seinem Tun. Jemand evolviert so weit, bis die Voraussetzungen seines Erfolges von ihm konsumiert sind. Aber nachdem es ja nicht darauf ankommt, dass einzelne Teile eines politischen Systems optimal drauf sind, sondern dass die Demokratie insgesamt gut funktioniert, sind solche Phänomene, wie wir sie bei der SPD zu beobachten haben, eben tolerierbar. Also es braucht Ansatzpunkte, es braucht Organisationen, die insbesondere den Marginalisierten und denen, die ansonsten unter die Räder kommen, Ansatzpunkte für eine erfolgversprechende politische Beteiligung geben. Bitte. Weil die ganzen elektronischen Medien
etwas sind, was die Menschheit erst vor wenigen Jahrzehnten erfunden hat, sind wir in der Phase, wo wir Erfahrungen damit machen. Es ist plausibel, dass sowas wie E-Government, E-Partizipation, E-Voting, die Verfügbarkeit von Akten und öffentlichen Dokumenten auf Servern, die ansteuerbar sind von der ganzen Bürgerschaft, um das Recht auf umfassende Informationen durchzusetzen, die Plausibilität spricht dafür, dass wir von alledem möglichst guten, und das heißt zunächst mal möglichst viel erkundenden Gebrauch machen sollten. Wie auch alle vernünftige Intuition dafür spricht, dass wir im Internet uns mit der gleichen Freiheit bewegen können sollten, wie in der analogen Welt, wo wir diskutieren, mit unseren Meinungen nicht hinter den Berg halten und so weiter. Und dann freilich muss man sehen, welche Medieneigentümlichkeiten damit einhergehen. Bei der Kommunikation im Internet etwa der Verlust an jener sozialen Kontrolle, die immer dann ist, wenn ich mit Leuten Angesicht zu Angesicht interagiere. Wenn ich also unmittelbar mit den Reaktionen des anderen oder von Dritten rechnen muss im Internet, wo jeder einfach in der Vereinsamung, höchstens begleitet von der Rotweinflasche, seine innersten Erregungszustände in die Tasten hackt und dann auf den Absenden-Knopf drückt, entsteht Verhalten, das sich im normalen sozialen Umgang nicht ergibt. Und was zum Beispiel die Möglichkeiten von E-Voting betrifft, hat man dann ein schlechtes Gewissen oder ein schlechtes Gefühl, wenn nicht sicher sein kann, dass auf dem Weg vom Computerknopfdruck, den ich in der Wahlkabine mache oder zu Hause mache, hin zu jenem Zentralserver, wo die Ergebnisse zusammengerechnet und in eine Sitzverteilung im Parlament umgerechnet werden, dass es da keine Eingriffe gibt, dass also die Integrität des Wahlprozesses ungestört ist. Und weil nun einmal die Hackermöglichkeiten und auch die Kriminalitätsmöglichkeiten im Internet genauso erkundet werden wie die Möglichkeiten des Internet, ist an mancher Stelle Skepsis angebracht, vorsichtiges Vorgehen und ist dann immer wieder eine Nachsteuerung erforderlich. Ob das Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Weisheit letzter Schluss oder ein Instrument staatlicher Zensur ist, das wird man in der Praxis sehen. Wir müssen einfach akzeptieren, wir sind in einem Evolutionsprozess und wissen erst im Lauf des Prozesses durch Versuch und Irrtum, was es zu bewahren gilt und wo es mit Reformen anzusetzen gilt. Und das scheint mir die bestmögliche Antwort darauf zu sein. Man soll sich auf das Abenteuer guten Willens und optimistisch einlassen, aber dabei vorsichtig vorgehen und bereit sein, sich von der Wirklichkeit immer wieder eines anderen, nämlich besseren, belehren zu lassen. Jetzt habe ich fast wie ein Politiker geklungen. Aber vernünftige Politik und vernünftige Wissenschaft liegen meistens gar nicht so weit auseinander. Das wird in der Schlusssequenz dieser Vorlesung sichtbar. Es geht um jene Rezepte, die Samuel Huntington durch seine Analyse dessen, was sich während der dritten Demokratisierungswelle, also Ende des Sowjetblocks und so weiter, getan hat, entwickelt hat. Huntington schlägt sehr präzis vor, was zu tun ist, um Demokratie wirkungsvoll aufzubauen, und zwar in drei Fällen. Von der autoritären Diktatur wird schrittweise zur Demokratie übergegangen. Zweiter Fall, von der autoritären Diktatur ausgehend gibt es zunächst mal einen Systemzusammenbruch oder eine radikale Systemveränderung. Und nach einer solchen Ruptura entsteht dann neue Demokratie. Und dritter Fall, innerhalb einer autoritären Diktatur wird auf Reformen hin zu einer liberaleren Regierungsform hingearbeitet. Und je nachdem, in welcher Lage man den Übergang zur Demokratie zu machen hat, weil die Lage eben ist, wie sie ist, sind unterschiedliche Verhaltensweisen angebracht. Und mich erfreut diese Schlusssequenz dieser Vorlesung immer ganz besonders, weil hier systematische Einsichten vergleichender Forschung sehr unmittelbar in politische Handlungsanweisungen übersetzt werden können. Und weil sich hier zeigen lässt, wie völlig an der Sache vorbei es geht, wenn Leute behaupten, sobald ein Politikwissenschaftler konkrete politische Ratschläge gibt, habe er die Wissenschaft verlassen und sei bloß noch ein Politiker, dem man genauso widersprechen kann wie jedem anderen Politiker. Das ist eine sehr kindische Vorstellung von der Leistungsfähigkeit von Politikwissenschaft. Und wenn Politikwissenschaft ab und zu den gleichen Ratschlägen kommt, wie auch kluge Beobachter des politischen Geschehens kommen oder kluge Politiker kommen,
dann beweist es nicht die Überflüssigkeit von Politikwissenschaft, sondern dass Vernunft eben immer zu gleichen Ergebnissen kommt, wenn sie wohl angewandt wird. Schauen wir also auf Huntingtons Rezepte für den Fall, dass von einer autoritären Diktatur schrittweise zur Demokratie übergegangen werden kann. Also, es lösen sich die diktatorischen Strukturen auf. Was macht man dann, wenn die Chance für Demokratisierung zu wittern ist? Dann muss man schauen, dass man Demokratieanhänger möglichst rasch in die Schlüsselpositionen von Regierung, bislang regierender Partei und Militär bringt. Leute, die für Demokratie sind, auch wenn sie unter dem alten System groß geworden sind, die müssen auf Schlüsselpositionen, damit sie an den entsprechenden Stricken ziehen können. Ferner soll man Regimeveränderungen machen, möglichst im Rahmen etablierter Prozeduren des alten Systems. Man soll nicht versuchen, jetzt auch noch das Rad neu zu erfinden. Mit dem Räderwerk, das da ist, soll man entschieden auf Demokratisierung hinwirken. Damit nämlich nicht die Vertreter des alten Regimes sagen, das kann überhaupt nicht funktionieren. Wenn ihr das macht, stellt ihr alles auf den Kopf, die auf diese Weise dann Unterstützung finden für das Verhindern demokratischer Reformen. Und wenn es notwendig ist, beim Agieren im alten System, aber für neue Zwecke, den weiterhin machtausübenden Hardlinern symbolische Konzessionen zu machen, ja, mein Gott, dann soll man es tun. Sobald Demokratie da ist, kann man ja ohnehin in vernünftiger Weise Wege finden, um mit den alten Hardlinern abzurechnen oder sie zumindest loszuwerden. Wichtig ist, dass zunächst einmal der Übergang hin zur Demokratie gelingt. Und er gelingt, wenn die Chance auf einen friedlichen Wandel da ist, am besten, indem man möglichst viele mitnimmt. Dritte Regel: Die bisherige Opposition, die jetzt so allmählich politische Macht zu übernehmen versteht, also Anhänger von Demokratie in Schlüsselstellungen in Partei, Militär und Politik zu bringen versteht, diese bisherige Opposition soll ihre soziale Basis rasch erweitern. Entdecken, wer in der Gesellschaft noch auf ihrer Seite stehen könnte und die Anliegen dieser Bevölkerungsschichten in das eigene Programm, in die eigenen Verhaltenszusagen aufnehmen. Warum? Ja, bislang haben die Reformer ja nur Unterstützer aus dem alten System. Veränderungsfreudige Regierungsgruppen, Leute, die eingesehen haben, ja, so geht es nicht weiter, wir laufen in eine Sackgasse, wir müssen das System verändern. Das ist bislang die Unterstützergruppe der Reformer. Wenn man nicht von denen und deren Wohlwollen allein abhängig sein will, zumal man ja etliche von denen im weiteren Lauf der Demokratisierung aus den Ämtern bringen will, dann braucht man zusätzliche Unterstützung. Und deswegen muss man die thematische Breite dessen, wofür man steht, erweitern. Man muss den Leuten mehr anbieten als nur die Aussicht auf Demokratie. Man muss konkrete Probleme, die da sind, ansprechen und plausible Problemlösungsmöglichkeiten vorschlagen und idealerweise solche, auf die sich große Teile der Bevölkerung freuen. Die Interessen von Kleingruppen kann man vernachlässigen. Große Teile der Bevölkerung muss man jetzt einbinden. Nächstens, man muss auf der Hut sein vor einem Staatsstreich der alten Kräfte, die nun die Fälle wegschwimmen sehen, die nun sagen, ja, bis dahin sind wir noch mitgegangen, aber wohin soll das noch führen? Die werden uns ja eines Tages überhaupt aus unseren Ämtern bringen. Ja, richtig gedacht. Diesen Prozess müssen wir jetzt Einhalt gebieten. Und das heißt, wir machen einen Putsch. Wir stoppen dieses ganze Reformgewerbe. Es kann sinnvoll sein, in einer solchen Lage selbst einen Staatsstreich zu provozieren, um einfach das Gesetz des Handelns an sich zu ziehen, um dann ihn, weil man auf ihn vorbereitet ist, weil man ihn selbst provoziert hat, ihn wirkungsvoll niederschlagen zu können und auf genau diese Weise die Parteigänger des alten Systems diskreditieren kann. Das ist schon die hohe Kunst revolutionären Verhaltens. Bei Machiavelli lassen sich viele Details dazu ausfindig machen. Nächster Ratschlag von Huntington: Man muss als auf die Überwindung der Diktatur hinwirkende neue Kraft bei den Demokratisierungsprozessen die Initiative bewahren. Man muss auf Tempo drücken. Man muss immer wieder sozusagen ein neues Demokratisierungsprojekt angehen. Und man muss um jeden Preis verhindern,
dass radikalere politische Kräfte anfangen, einen vor sich herzutreiben. Das Typische in Revolutionen ist, dass die gemäßigten Revolutionäre der ersten Stunde von Radikalern der zweiten und dritten Stunde überholt und abgelöst werden, was dann häufig in bürgerkriegsähnliche Situationen führt. Wenn man das vermeiden will, also möglichst schnell eine konsolidierte Demokratie hinkriegen will, darf man nicht zulassen, dass radikalere Kräfte die Initiative ergreifen. Und das heißt, man muss selbst am Ball bleiben. Selbst wenn man den Eindruck hat, dieser Spielzug sei jetzt eigentlich kontraproduktiv, bevor ihn die Falschen machen, macht man ihn lieber selbst. Dann kann man ihn immerhin so machen, dass die Kollateralschäden möglichst gering sind. Das ist immer noch besser, als wenn man von Radikalreformern, die dann die Dinge übers Knie brechen und den Bürgerkrieg auslösen, überholt wird. Wichtig ist es auch, obwohl man immer die Reforminitiative bewahren muss und die soziale Basis zu erweitern hat, wichtig ist, dass man Reformerwartungen zurückstuft. Dass man zwar klar macht, wir kümmern uns um das und jenes, aber obendrein vor Augen führt, das geht nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Und das heißt, man muss möglichst vielen im Lande klar machen, dass Demokratie herbeizuführen und aufrechtzuerhalten einfach ein Prozess ist. Man muss den Prozess demokratischen Reformierens und demokratischen Politikmachens zu einer Selbstverständlichkeit machen, zu einer Plausibilität machen, zu etwas Wünschenswertem machen und muss darauf abzielen, dass sich nicht die Vorstellung ausbreitet, wir machen Demokratie und das ist in einem Jahr oder in zwei Jahren geschehen und dann sind die Probleme auch gelöst, denn die Demokratie löst die Probleme. Sie tut das nicht, weil Demokratie, wie mehrfach gesagt, gewaltige Transaktionskosten hat und unter manchen Umständen Diktaturen Probleme leichter lösen als Demokratien. Darum darf man nicht zu viel versprechen. Aber versprechen kann man, dass Demokratie eine besonders intelligente Staatsform ist, die es erleichtert, Probleme zu entdecken und in operative Politik umzusetzen, zumindest im Vergleich zu Diktaturen. Günstig ist es auch, und an der Stelle merkt man wieder, dass wir schon in die höheren Regionen der Staatskunst uns begeben, nützlich ist es, die Entwicklung einer gemäßigten Oppositionspartei zu fördern. Hä, was heißt denn das? Wir sind doch jene, die früher die Opposition waren, die jetzt auf demokratische Reformen drängen und sozusagen oppositionell zu uns sind die Bannerträger jener Diktatur, die wir gerade abbauen. Wieso sollen wir jetzt eine Oppositionspartei fördern? Wir müssen doch alle Kräfte um uns herumscharen und wir wollen unsere soziale Basis erweitern. Naja, so kann man denken, aber das ist wiederum zu kurz gedacht und hat dann etwas politisch Pubertierendes an sich. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass in einer Demokratie gerade in der Anfangsphase eine reformierende Partei auf Dauer populär sein wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass genau jene, welche die Demokratisierung herbeiführen, ziemlich schnell bei den Wählern trotz aller Vorsicht, die man beim Vermeiden allzu großer Versprechungen hat walten lassen, dass sie beim Wählen in Ungnade fallen, dass man also abgewählt wird. Und für diesen Fall braucht es dann oder ist es dann günstig, eine gemäßigte Oppositionspartei zu haben, welche nicht zum alten System zurückkehren will, sondern die sagt, naja, die Errungenschaften unseres demokratischen Übergangs, die wollen wir schon bewahren. Und jene, die sozusagen die erste Phase des Demokratisierungsprozesses gemacht haben, die haben schon ihre Verdienste. Aber das war falsch und das und das und das und die Dinge müssen wir korrigieren und diese eitel und arrogant gewordenen Lackaffen, die müssen wir jetzt aus dem Verkehr ziehen. Das heißt, eine gemäßigte Oppositionspartei. Also eine Partei, die das für Demokratien Notwendige vollziehen kann, nämlich einen Regierungswechsel, vor dem man keine Angst haben muss. Solche Parteien fallen nicht vom Himmel, sie muss man kultivieren und fördern. Wie schlecht es ist, wenn man das nicht tut, ist derzeit in Südafrika zu beobachten. Es gibt keine Oppositionspartei, die den ANC einfach ablösen könnte, weil der ANC alle Bemühungen gemacht hat, eine solche Oppositionspartei, die naturgemäß eine unter starker weißer Beteiligung wäre, eine solche Oppositionspartei zu verhindern. Eine solche Partei regiert lediglich in der ohnehin sehr stark weiß geprägten westlichen Kapprovinz, hat aber auf gesamtstaatlicher Ebene keine Chancen,
weswegen niemand das korrupte Regime des ANC beseitigen kann oder durch eine alternative Regierung ablösen kann. Und das bekommt Südafrika nicht wirklich gut. Letztens ist es hilfreich, diesen Prozess der Demokratisierung als unvermeidbar hinzustellen. Es geht gar nicht anders. Die frühere Politik hat da und da versagt, ist da und da in Sackgassen. Und wenn man das überzeugend vermitteln kann, dann kann es sogar zu dem Punkt kommen, dass jene, welche die Demokratisierung gar nicht wollen, zumindest akzeptieren, dass sie unvermeidbar ist. Schauen Sie auf das Ende der DDR. Da haben sich selbst alte Bannerträger des SED-Staates, wie Krenz und Modrow, dazu erklärt, dass natürlich jetzt Reformen notwendig sind. Und sie selbst setzen sich an die Spitze der notwendigen Reformen demokratisierender Art. Jetzt sei der Zeitpunkt gekommen, das demokratische Versprechen der DDR wirklich einzulösen, weswegen man doch bitte sie wählen wolle. Naja, wenn die Programmatik der Demokratie mal so weit um sich gegriffen hat, dann hat man schon Wesentliches erreicht. So, schauen wir uns den nächsten Fall an. Von einer autoritären Diktatur geht es durch eine Ruptura zur Demokratie. Das heißt, das alte System ist wirklich zu erschüttern. Die alte Elite ist aus dem Amt zu jagen. Und dann nach einer Ablösung des alten Systems, auch nach einem Systemzusammenbruch, soll Demokratie gegründet werden. Also, man legt es darauf an, weil man alle Hoffnung verloren hat, das alte System sei durch Reformen zu einer Demokratie zu verwandeln. Das alte System und seine Elite muss weg. Und dafür muss ich den Boden vorbereiten. Ich muss jahrelang, dauerhaft, kontinuierlich und für viele Bürger erkennbar die zweifelhafte Legitimität oder die mehr und mehr offenkundig werdende Illegitimität des bestehenden Systems angreifen. Ich muss in soziale Medien, ich muss in Medien hinein und in sie investieren, wenn ich Geld dafür habe, welche die Korruption, die Justizkriminalität, das selbstsüchtige Gehabe, die Unterdrückung von Freiheit, die Brutalität des bestehenden Systems transportieren und vor alle Augen führen. Natürlich wehrt sich die Regierung dagegen, weswegen das hochriskant ist. In der Regel landen viele von denen, die sich darum bemühen, selbst im Gefängnis. Russland ist ein schönes Beispiel derzeit dafür. Zweitens, in dieser wirklich harten Phase, wo politische Betätigung lebensgefährlich ist, und lediglich in Demokratien ist in der Regel politische Betätigung nicht lebensgefährlich. Da können höchstens ab und zu Autos angezündet oder Fensterscheiben eingeworfen werden, was im Grunde nichts Bedrohliches ist. In Diktaturen ist es gefährlich, sich politisch zu betätigen. In einer solchen Lage ist es sehr hilfreich, wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, die sich von ehemaligen Befürwortern des Regimes zu neutralen Akteuren, die sich vom System gelöst haben, auch wenn sie noch nicht gegen das System eintreten wollen, gewandelt haben, oder gar zu gegnerischen Kräften. Das sind eigentlich die nützlichsten Verbündeten. Die kennen das alte System von innen her, folglich auch seine Schwächen und seine Machenschaften. Sie können glaubwürdiger als andere begründen, warum sie sich gewandelt haben, wie sie eingesehen haben, dass das alte System nichts taugt, dass es falschen Leitideen gefolgt ist. Wieso die meisten Apostaten, also Abgefallenen von einem Glauben, können sie zu den glühendsten Aposteln werden? Die Christentumsgeschichte ist auch voll davon. Der Christenverfolger Saulus wird zum Völkerapostel Paulus. Und solche Wandlungsprozesse beobachtet man in der Politik immer wieder. Und mit solchen Leuten kann man als politische Opposition gegen die diktatorische herrschende Clique ziemlich gut arbeiten. Drittens. Man muss Beziehungen zum Militär kultivieren, insbesondere zum mittleren Offizierskorps. Die hohe Generalität ist in der Regel mit der diktatorischen Klasse auf das Engste verschwistert, aber das mittlere Offizierskorps, das leidet häufig unter inkompetenter hoher Generalität, sieht manche Probleme klarer, weil sie die mittleren Offiziere auch stärker mit der Gesellschaft verankert sind. Also damit Beziehungen kultivieren, denn in krisenhaften Lagern wird man gute Kontakte zum Militär brauchen. Und je weiter man mit diesen Kontakten in die hohe Generalität hineinkommen kann, umso besser. Hohe Generäle sind in der Regel opportunistisch. Ändert sich das System, dem sie loyal waren, dann ändert sich ihre Loyalität. Denn das Militär im Verständnis vieler Militärs ist eine Einrichtung des Staates,
unterstellt der jeweiligen Regierung. Ändert sich die Regierung, dient man der neuen. Und wenn die neue Regierung glaubhaft machen kann, sie sei besser als die alte, dann geht das Militär sogar besonders gerne über. Und deswegen muss man, wenn man in Diktaturen die Diktatur bekämpft, das Militär nicht meiden, sondern ganz im Gegenteil Gesprächsfäden in das Militär hineinsuchen. Vierte Regel, man muss Gewaltlosigkeit predigen und selbst praktizieren. Gewaltlosigkeit predigen und die Predigt glaubhaft machen durch eigene Gewaltlosigkeit. Nicht nur, weil es ohnehin einen guten Eindruck macht, auch wenn es im konkreten Fall taktische Nachteile bringt, denn wer gewaltlos ist, wird leichter eingeknastet als einer, der nicht gewaltlos wird. Andernteils, wer unter der Schwelle staatlicher Provokation durch seine Gewaltlosigkeit bleibt, hat auch relativ gute Chancen zu überleben, im Unterschied zu Leuten, die ein System offensiv herausfordern. Aber das Wesentliche ist wieder der Kontakt zum Militär. Militär mag in der Regel keine Scherereien. Es gibt eine populäre, aber grottenfalsche Vorstellung, nämlich die, dass Militär nichts lieber macht, als in einen Krieg zu ziehen und auf Leute zu schießen. Nichts ist Soldaten unangenehmer, als ihren Beruf ausüben zu müssen. Wenn Opponenten des Systems gewaltlos sind, dann sinkt das Risiko, dass man als Militär mit guten Gründen gegen Leute aus der eigenen Bevölkerung ins Gefecht geschickt wird. Das ist für Militärs viel angenehmer. Man schießt nicht auf unbewaffnete Zivilisten. Und weil man gerade im Umsturz das Militär brauchen wird, ist es gut, dem Militär von vornherein zu zeigen, man ist nicht der Gegner des Militärs. Das Militär muss nicht der eigene Gegner sein. Man ist Gegner einer falschen Regierung, die das Land eher in den Abgrund als zum Fortschritt wirtschaftet. Nächster Ratschlag von Huntington: Lass dir keinerlei Chance auf Äußerung von Gegnerschaft zum Regime entgehen. Und das heißt im Klartext, selbst an Scheinveranstaltungen, die ein jeder Vernünftige als Scheinveranstaltung, als Scheinwahlen und so weiter durchschaut, soll man sich beteiligen. Auch bei Scheinwahlen, wo man genau weiß, man wird nicht gewinnen können, weil es Wahlfälschung gibt, man soll sich beteiligen. Weil zumindest in den Scheinwahlkämpfen eine bestimmte Chance besteht, auch leicht alternative Sichtweisen an den Mann zu bringen. Und wenn Wahlkämpfe, wie meistens in Diktaturen inzwischen üblich, unter Aufsicht der OSZE und ihre Beobachter stattfinden, steigen sogar die Chancen dafür, dass sich das Regime vor Wahlen nicht traut, in gleicher Weise repressiv gegen die Opposition vorzugehen wie nach gewonnener Wahl. Selbst an demokratischen Scheinveranstaltungen soll man sich beteiligen, um jede Möglichkeit zu nutzen, vor Augen zu führen. Es gibt auch noch Leute, die was anderes wollen als die jeweilige Regierung. Nächster Ratschlag, heute leichter denn je zu erfüllen: Suche Kontakt und halte Kontakt mit weltweiten Medien, mit ausländischen Menschenrechtsorganisationen und mit transnationalen Organisationen wie den Kirchen. Suche dir Verbündete außerhalb des eigenen Landes. Dort, wo dein Diktator keine Macht hat, wie etwa bei den international tätigen Kirchen. Da kann Geldunterstützung kommen, finanzielle Unterstützung. Dort findest du Aufnahme, wenn du aus dem Land fliehen musst. Das ist das sichere Hinterland. Und nachdem man im Zeitalter des Internet Öffentlichkeit besonders leicht herstellen kann, mit dem Handy können sie in der Regel auch in der Diktatur kleine Filmchen machen und sie verschicken über getarnte Server, was jeder, der sowas zu tun hat, nach kurzer Zeit beherrscht. Da lässt sich viel an Delegitimation des zu beseitigenden autoritären Regimes unternehmen. Nächster Ratschlag: Suche und fördere die Einheit der Oppositionsgruppen unter einer Dachorganisation. Der alte Römer-Grundsatz lautete Divide et Impera, sorge dafür, dass deine Feinde zerstritten sind und dann wirst du mit ihnen leicht fertig. Obwohl naturgemäß die Oppositionsgruppen, die Gegnergruppen sich aus unterschiedlichen Motiven speisen. Die einen fühlen sich kulturell unterdrückt, die anderen politisch unterdrückt, die nächsten regional, die anderen religiös, die nächsten ethnisch. Und die haben vielleicht nichts miteinander am Hut, außer der gemeinsamen Gegnerschaft zum Regime.
baue Einheitsbündnisse gegen das etablierte Regime auf. Natürlich wird deine Einheit zerplatzen, sobald du an der Macht bist. Da fangen Machtkämpfe an. Aber erst einmal lohnt es sich, an die Macht zu kommen. Dann kann man weitersehen. Also fördere die Einheit der Oppositionsgruppen. Und wenn sich die Gelegenheit bieten sollte, dass das Regime zusammenbricht, wie die sozialistischen Staaten, weil die Sowjetunion sie nicht mehr unterstützen wollte und zugleich die Ungarn die Grenze aufgemacht haben und so weiter und so fort. Wenn ein System zum Wackeln anfängt und Freiräume lässt und ein Machtvakuum darstellt, wieder im Jahre 1989 sämtliche osteuropäischen Staaten, wenn da ein Machtvakuum entsteht, fülle es möglichst schnell. Fülle es möglichst schnell. Schau, dass du irgendeinen findest, idealerweise hast du ihn schon, der populär reden kann, der populär werden kann, der Charisma hat. Ja, und idealerweise auch noch demokratisch gesinnt ist. Das ist im Übrigen das Problem. Charismatiker haben in der Regel nur einen theoretischen Sinn für Demokratie. Der reicht gerade so weit, wie man als Charismatiker an der Spitze der Mehrheitspartei steht. Dann ist Demokratie gut. Würde man von der Macht vertrieben, dann mag man das nicht, weil man ja der Beste ist. Also man braucht aber schon charismatische, populäre Figuren, die die Hoffnungen der Massen auf sich ziehen. Und wenn die auch noch demokratisch gesinnt sind, umso besser. Aber besser ist es, einen nicht demokratisch gesinnten, tüchtigen Anführer zu haben, der das Machtvakuum füllt, als überhaupt keinen Anführer zu haben. Denn dann haben die alten Eliten die Chance, sich zu erholen und ihrerseits wiederum das Feld zu besetzen. Man soll in solchen Übergangslagen schnell Wahlen herbeiführen, um der neuen Regierung Legitimitätsglauben zu verschaffen. An der Stelle konnte man an der Vernunft, der politischen Vernunft vieler Deutschen im Jahre 1990 zweifeln. In der DDR war die SED-Herrschaft zusammengebrochen. Im Dezember war der Artikel 1 der DDR-Verfassung abgeschafft worden, dass die DDR die politische Organisation der Werktätigen und der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei ist. Und es war klar, es soll freie Wahlen geben. Ich als SEDler wusste natürlich, dass die freien Wahlen möglichst spät kommen sollen, damit ich die Chance habe, so viel an Reformen in meiner Partei zu vollziehen, dass ich mit Anspruch auf glaubhafte Erneuerungsbehauptungen antreten kann. Ich als Vertreter einer neuen revolutionären Partei muss aber natürlich Interesse daran haben, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Solange die Empörung über die SED stark ist, muss ich eine Wahl machen. Solange die Hoffnungen auf mich als revolutionäre neue Kraft, demokratischer Aufbruch, wie auch immer, gesetzt werden, in der Zeit muss ich eine Wahl machen. Und was machten die Vertreter der DDR-Opposition? Sie sagten, ja, keine zu schnellen Wahlen. Wir müssen erst unsere Organisationen aufbauen und unsere Parteiprogramme klären, bevor wir vor der Bevölkerung bei freien Wahlen uns in Wahlkämpfe einlassen dürfen. Weil es ein Westdeutschland gab, dessen Politiker auf eine schnelle Wiedervereinigung drangen, hat die Option, die Wahlen möglichst spät durchzuführen, vom Juni war die Rede, nicht gezogen, sondern man führte die Wahlen möglichst schnell durch, nämlich schon Mitte März, und hat auf diese Weise auch an Wahlen oder durch Wahlen das Ergebnis der friedlichen Revolution verstetigt. Also charismatische, populäre Führer aufstellen, schnell Wahlen durchführen mit der Hoffnung, dass die eigenen reformorientierten Leute durch die Wahlen legitimiert werden. Und dann oder währenddessen, während einer solchen schwankenden Situation, muss man möglichst viel Unterstützung durch ausländische und transnationale Akteure mobilisieren, damit man von außen Kraftzufuhr bekommt, Ressourcenzufuhr bekommt, um den unvermeidlichen Kampf mit den Vertretern des alten Regimes aufrecht erhalten und siegreich beenden zu können. Genau das ist die Phase, wo man ausländische Unterstützung braucht. Das ist in der DDR im Übrigen genauso gemacht worden, wobei das Ausland aus der Bundesrepublik Deutschland bestand, wo gerade die Reformkräfte sich dann Unterstützung geholt haben, bis hin zum Punkt, dass der westdeutsche Bundeskanzler im DDR-Wahlkampf so aufgetreten ist, als stünde er zur Wahl. Und faktisch hat er ja zur Wahl gestanden.
lediglich über seine Stellvertreterpartei, die Allianz für Deutschland. Der dritte Fall ist, dass es innerhalb einer autoritären Diktatur um Reformen geht, dass also die Träger der Diktatur einsehen, dass sie von ihrem alten Kurs ablassen und auf einen nachhaltigeren Regierungssystemapparat hinwirken sollten. Hier geht es also um Ratschläge für Reformer innerhalb einer Diktatur. Da lautet der erste Ratschlag: Isoliere und schwäche die Fraktion der maximalistischen Hardliner. Krieg raus, wer am stärksten zum zu überwindenden System steht. Können auch deine alten Freunde und Förderer sein, aber die müssen isoliert werden, die muss man schwächen. Da muss man schauen, dass immer weniger von denen auf wichtigen Positionen sind. Die muss man dann von sozusagen relevanten Diskussionen abzuschneiden versuchen, sodass sie eines Tages wie vom Donner gerührt sind, wenn sie merken, dass die Zeit an ihnen vorbeigegangen ist. Konsolidiere die Stellung der Reformen in der politischen Maschinerie des Regimes, auf Deutsch gesagt, mach eine vernünftige Personalpolitik. Schaue, dass bei den kaderpolitischen Entscheidungen nach Möglichkeit Leute, die das System reformieren wollen, auf einflussreiche Posten kommen. In den Medien, im Innenministerium, im Polizeiapparat, beim Militär. Bei krisenhaften Zuspitzungen der Lage wirst du sie brauchen. Drittens, ergreife die Initiative. Natürlich gibt es in Diktaturen eine Opposition. Überrasch die Opposition, indem du wichtige von ihren Forderungen selbst aufgreifst. Und zwar bevor sie, die Opposition, verlangt, dass die Regierenden das tun. Lass dich nie in die Rolle eines Getriebenen bringen. Denn das zeigt, dass du schwach bist. Überleg dir selbst, wo die Opposition Recht haben könnte und thematisiere das selbst. Idealerweise in einer Sprache, die von deinen Mitangehörigen des bislang diktatorischen Regimes als anschlussfähig an ihre eigenen Sichtweisen verstanden wird, die aber zugleich von den Oppositionellen in der Bevölkerung als anschlussfähig an ihre Sichtweisen verstanden wird. Da muss man sich um eine ambivalente Sprache bemühen, die man nach beiden Seiten hindeuten kann und wo man dann durch konkludentes Handeln zeigt, in welche Richtung man ziehen will. Nämlich in die Richtung einer Systemreform. In der Hoffnung, dass die Opposition dann nicht mehr das System beseitigen will, weil sie den Eindruck hat, im System selbst gibt es Reformer, die das System zu einem besseren machen wollen. Viertens, suche nach Unterstützung für ein Konzept einer verhandelten Regimereform auf Seiten von führenden Generälen und Spitzenfunktionären im Sicherheitsapparat. Das ist der polnische Weg. Mache klar, dass mit der Systemopposition zu verhandeln für alle Beteiligten zu den besseren Ergebnissen führen wird. Und dazu muss man natürlich die Hardliner gewinnen, zumindest dafür gewinnen, dass sie stillhalten. Und wichtig, wie gesagt, ist bei sowas immer der Sicherheitsapparat. Wenn reformorientierte Kräfte über Nacht verhaftet werden oder ein Militärputsch die ganze Sache beendet, dann haben die Reformer zu wenig gekonnt. Gerade bei denen, die für die Sicherheit des alten Systems verantwortlich sind, muss man ein Gefühl dafür und Überzeugung dafür schaffen, dass eben mit den vorherigen oder bisherigen Gegnern, ja gar Feinden zu verhandeln, der beste Weg ist zu einer gemeinsamen, gedeihlichen Zukunft. Komplementär dazu ist die nächste Regel. Tue alles Erdenkliche dafür, dass die wichtigsten Verhandlungspartner der Opposition relativ moderate Positionen vertreten. Denn Verhandlungen werden nicht funktionieren, wenn beide Seiten Extremforderungen stellen. Immerhin, wir haben die Macht. Wir sind bereit, die Macht zu teilen. Und das heißt im Klartext abzugeben. Das geht aber nicht, wenn die Opposition jetzt schon Triumphgeheul veranstaltet. Wenn sie große Forderungen macht, die zu erfüllen, uns gänzlich unsere Macht beraubte und uns unser Gesicht verlieren ließe. Sorge dafür, dass die Opposition sich kooperativ verhält. Und es geht natürlich dann leichter, wenn die Opposition zu uns systemtragenden Reformern halbwegs Vertrauen gefasst hat. Wenn die Opposition weiß, wir wollen vieles, was sie auch will, weil wir in der Vergangenheit die Opposition schon immer wieder mit Vorschlägen
und Politik und politischen Zügen überrascht haben, die eigentlich auf ihrer Linie liegen. Richte vertrauliche Kommunikationskanäle zu den Oppositionsführern ein. Das ist ganz wesentlich. Es braucht immer sozusagen die Kommunikation hinter der Bühne. Da kann man sich auf der Bühne streiten, das ist oder auch hart miteinander umgehen. Das ist oft symbolisch wichtig, ist auch wichtig, damit man die eigenen Truppenteile nicht verliert. Aber das kann man sich eigentlich nur dann leisten, wenn man davor informell klargemacht hat, pass auf, wir müssen jetzt 2 Stunden lang einen intensiven Schlagabtausch machen. Ich weiß, ich werde dir wehtun, du wirst mir auch wehtun, das nehmen wir jetzt nicht persönlich, das muss sein. Ich muss dich an der und der Stelle angreifen, weil mir sonst die und die, deren Unterstützung ich brauche, von der Fahne gehen. Das Oppositionsgegenüber erklärt mir das Gleiche. Und dann können wir den schönsten inszenierten Schaukampf machen und am Schluss läuft alles in die Richtung, die notwendig ist, um uns aus dieser Sackgassensituation unseres bislang nicht reformfähigen diktatorischen Regimes zu bringen. Vertrauliche Kommunikationskanäle mit der Opposition. Wenn Sie auf die Geschichte der südafrikanischen Systemtransformation blicken, es gibt ein schönes, dickes Buch über die Abschaffung der Apartheid, da sehen Sie, wie genau das entstanden ist, wie sich der Staatspräsident de Klerk getroffen hat mit dem inhaftierten Oppositionsführer Mandela und so weiter, wie da ausgehandelt worden ist, auf welchen Wegen man welche Schrittzüge macht. So funktioniert Reform eines diktatorischen Regimes ziemlich gut. Nächster Punkt, triff Vorsorge für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses von Verhandlungen mit der Opposition dahingehend, dass die dann mitregierende Opposition Garantien für die Sicherheit und Stellung von Gruppen übernimmt, die mit dem alten System verbündet waren, sich in dieser Rolle aber nicht sonderlich diskreditiert haben. Schauen Sie, in den meisten Systemen gibt es kein Westdeutschland, aus dem man anschließend im beliebigen Umfall Elitegruppen importieren kann, wenn man, wie in Ostdeutschland, die eigenen politischen und Verwaltungseliten abserviert. Das gibt es in der Regel nicht. Das heißt, man muss mit den Leuten von früher weiterarbeiten, so wie die BRD und die DDR auch mit alten Nazis weiterarbeiten musste. Damit im Übergang von einer Diktatur zu einer Demokratie die Träger des alten Systems mitwirken können, ohne sich Vorwürfe machen zu müssen, sie gefährdeten ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit ihrer Familien, braucht man für die natürlich vernünftige Zukunftsperspektiven. Dass Leute, die sich ganz schlimm diskreditiert haben, auf die willkürliche Verhaftungen, Todesurteile und so weiter zurückzuführen sind, dass die anders zu behandeln sind, das leuchtet ein und meistens gibt es auch den öffentlichen Druck dergestalt und meistens erwarten diese Führungsfiguren des alten Regimes auch nicht, dass sie im neuen Regime weiter hofiert würden. Im Idealfall kann man denen freies Geleit ins Ausland anbieten, wie dem Schah von Persien, der dann seine eigene Maschine dann aus dem Land flog, oder wie so manch anderen Potentaten. Hauptsache, die sind weg. Sie machen keine Schwierigkeiten. Und dafür muss man denen Zusicherungen machen. Nächste Regel, ergreife Chancen stets beim Schopf, gute Gelegenheiten kehren selten wieder. Man darf nicht nach einem Plan vorgehen, erst mache ich das und dann kommt das. Wenn eine Gelegenheit da ist, nutzen. Ich meine, der Bundeskanzler Kohl hätte auch sagen können, naja, gut, jetzt fällt die Mauer und die wollte Demokratie, jetzt müssen wir erst einmal eine Konferenz einberufen mit den wichtigsten westlichen Staaten, wo wir gemeinsam überlegen, welche Politik wir möglicherweise machen sollen. Na, dann ist die Gelegenheit vorbei. Er hat dann einfach seine 19 Punkte aufgeschrieben oder seine 10 Punkte, ne, 10 Punkte waren es bei ihm, und überraschte Freund und Feind gleichermaßen. Alle waren betröppelt, manche waren unangenehm berührt, wie die Briten und die Franzosen, manche erzeugten eine Szene, die in der deutschen Parlamentsgeschichte sehr selten vorkommt. Helmut Kohl liest seine 10 Punkte im Bundestag vor. Keiner wusste, was er sagen würde. Und es war wirklich ganz erregend, das zu sehen. Und danach sollte der Oppositionsführer sprechen. Der Oppositionsführer geht ans Rednerpult, stellt sich hin, alles wartet darauf, was der SPD-Mann sagt. Und er sagt, Herr Bundeskanzler, wir, die SPD, stimmt allen Ihren Aussagen vollinhaltlich zu. Wow! Und damit war das Überraschungsmoment genutzt. Und gegen ein Deutschland, wo Regierung und Opposition sich einig sind ausnahmsweise
Und wo der wichtigste Verbündete, die USA, auch den Kurs mitzugehen bereit war, ja, da konnten Franzosen und Briten so furchtbar viel nicht dagegen ausrichten. Also ergreife Chancen beim Schopf, nutze alle guten Gelegenheiten. Und oft hängt ja die eigene Durchsetzungschance davon ab, dass man eben deutlich vorankommt, dass Zutrauen in die eigene Führung besteht oder in die eigene Führungskraft besteht. Dann nächste Regel, mache dir und anderen klar, dass ein Pakt zwischen den Reformkräften im alten System, zu denen ich jetzt in diesem Beispiel gehöre, und der Opposition eine der ganz wenigen Alternativen dazu ist, dass entweder der bestehende Zustand fortgeschrieben wird, also Stillstand besteht, oder dass Revolution ausbricht. Mache klar, das ist die Alternative zur Revolution mit ihren Begleitschäden und zum Stillstand, der auch nicht länger erträglich ist. Im Zweifelsfall bei diesem ganzen Vorgehen lass dich immer auf Kompromisse ein. Selbst wenn du dich nur mit der Geschwindigkeit einer Schnecke bewegst, immerhin bewegst du dich. Ein schlechter Kompromiss ist immer besser, als überhaupt nichts zu bekommen. Und mir scheint, dass all diese Ratschläge nicht nur sachlich sehr begründet sind, sondern dass sie einem auch wirklich helfen, Politik und politische Spielzüge besser zu verstehen. Das, was ich Ihnen auf diesen drei Folien gezeigt habe, ist Machiavellismus auf die beste Art. Machiavelli gehörte zu denen, die bei der Politik daran interessiert waren, wie sie funktioniert und die daran interessiert waren, Wege aufzuzeigen, wie man Politik zum Funktionieren bringt. Nicht umsonst fingen wir das Semester mit Machiavelli an, mit seinem Konzept des Staates. Lo Stato, eine verfestigte Form gesellschaftlicher Umstände, die Berechenbarkeit ermöglicht. Diese Ratschläge von Huntington zeigen an, wie man aus einer unhaltbar gewordenen Lage, wo ein diktatorisches politisches System keinen Mehrwert mehr erbringt, sondern mehr Probleme generiert, als es löst, wie man schnell wieder in einen festen Zustand des gleichen politischen Systems mit einem anderen Regime jetzt freilich gelangen kann. Es geht um die Ausnutzung dessen, was in einem bestimmten Zustand von Politik möglich ist, und es geht um die Umformung dessen, was nicht mehr haltbar ist, in etwas, was später haltbar sein wird. Das ist der Kern von Politik. Das ist der Kern des Denkens vom Staate her. Einmal errungen, wie sichert man ihn, wie reformiert man ihn, dass er nicht kaputt geht. Einmal ins Wanken geraten, wie kriegt man möglichst schnell wieder einen neuen Staat, einen neuen festen Zustand öffentlicher Ordnung hin. Und das macht Huntington hier ganz vorzüglich. Das ist ein Dauerproblem bei menschlichen Regierungssystemen. Und wenn man so etwas Schönes wie Demokratie erzeugen will, soll man wirklich Huntingtons Ratschläge sehr ernst nehmen. Am Schluss sollte nun klar sein, was Demokratie typischerweise ist, welche Arten von Demokratien man unterscheidet, was Demokratie bringt, was Demokratie kostet, was sie im Vergleich mit der Diktatur leistet, wovon das Entstehen von Demokratie und ihr Bestand abhängt und was es bei der Neuaufrichtung demokratischer Strukturen zu beachten gilt. Wenn Sie das alles verstanden haben und auch so im Kopf haben, dass Sie damit argumentativ und analytisch umgehen können, dann hätten Sie das Bildungsziel von dieser Vorlesung erreicht. Und jene, die eine Klausur zu schreiben haben, die können ja sich und anderen unter Beweis stellen, dass sie dieses Ziel wirklich, hoffentlich auf sehr gute Weise erreicht haben. In diesem Sinn, tschüss aus diesem Semester und alles Gute fürs Klausurschreiben und viel Freude beim Vermehren der gewonnenen Einsichten.